So, willkommen zurück hier bei Soulstorm. Wir haben beim letzten Mal die Peilsender zerstört. Und jetzt bauen wir den... Aua! Jetzt bauen wir den Boden der Zerstörung. Und wenn der gebaut ist, dann können wir den Trupp hier auch abziehen. Und dann hier mal uns um die Tempestland-Spieler kümmern. Und dann können wir auch gleich angreifen. So, da kommen die Tempestland-Spieler auch schon. Wenn man vom Devil spricht. Gut, dass ihr so schwachbrüstig seid. Den Kriegertrupp hier habe ich gebaut, damit wir die Harpien mit zwei Schattenlanzen ausrüsten können. Sollte reichen. Das hier war, glaube ich, Trupp 2. Ja, genau, das war Trupp 2. Okay, Trupp 2 sollte jetzt eigentlich bereit sein, sogar den Vorstoß zu führen. Denn mit den Schattenlanzen haben wir dadurch auch gegenüber von... Machen wir mal ruhig alle vier Schattenlanzen. Dann haben wir noch drei Harpien, die normal so ballern können. Dadurch haben wir dann nämlich einen ziemlich großen Vorteil gegenüber den Gebäuden und den Fahrzeugen. Sehr gut, komm mal über uns. Den holen wir uns mal ran. Für einen Reaver reicht es nicht mehr. Für einen Raven werde ich garantiert nicht das alles aufgeben. Die Schattenbarke hält noch. Das ist ja sehr verwunderlich, dass die Schattenbarke noch hält. Wir werden uns mal hier rum umsehen. Und da sehen wir auch schon wieder Raketenboltertürme. Das ist nicht in Ordnung. Oh Gott, wo kommen die her? Oh mein Gott! Das sind deutlich zu viele Raptoren. Da können wir auch gleich wieder Lebewohl zum Jetbike sagen, aber das ist ja immer so. Ich glaube, wir sollten uns hier zurückziehen. Ich glaube, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Oder wollt ihr mir etwas anderes mitteilen? Macht erstmal die Raketenschutztürme weg hier, dann schubsen die uns nicht mehr so doll umher. Und dann können wir auch dieser Situation Herr werden. So, keine nervigen Schubseinheiten mehr. Jetzt können wir uns auf Wesentliche konzentrieren. Schattenbarken sind eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich merke, dass es kein Wunder ist, dass wir hier, Oh Gott! Sorry, dass ich gerade so ausraste, aber das ist ein Land Raider. Der Land Raider ist die Reliquieneinheit der guten Space Marines. Das ist ein überdicker Panzer, der richtig, richtig dolle Aua macht. Und vor dem werden wir uns jetzt ordentlich in Acht nehmen. Und uns gar zurückziehen, denn der macht... ihr könnt euch das so vorstellen, der macht so viel Schaden wie unsere Boote der Zerstörung. Und wir haben die Hellions verloren. Und gleich verlieren wir auch die Mandrax. Wenn wir da nicht aufpassen. Schaffen wir das, den Trupp überleben zu lassen oder nicht? Ah ja, gut. Okay. Gut, dann greift man hier an, beseitigt die Tempest-Fabriken und dann vereinen wir die beiden Trupps und dann können wir die Base angreifen. Ich bin mir ja sicher, dass ihr vom Boden der Zerstörung ordentlich Angst haben solltet. Denn da könnt ihr noch so gut mit euren winzigen, armseligen Projektilen raufballern. Auch wenn ihr zu sechst ankommt, ihr werdet keine wirkliche Chance haben. Allerdings
sollten wir die Scharfschützen wegmachen, weil die demoralisieren uns ziemlich stark. Das stirbt hier schon wieder. Mandrak stirbt. Dark Elder Trupp stirbt. Incubus sterben. Da können noch so viele Hellfire Cyborgs ankommen, wie sie wollen. Gegen den Boten ist kein Kraut gewachsen, außer vielleicht ein Land Raider. Eigentlich schade, wie viele Cyborgs da drauf gehen. Ich kann ja mal erzählen, was ein Cyborg... Wo kommen die her? Was ein Cyborg wirklich ist, das ist, wenn ein Marine in sehr, sehr vielen Kämpfen erfolgreich war und quasi schon richtiger Veteran ist, dann stirbt er oder wird tödlich verwundet oder fast tödlich verwundet, dann kommt er in so einen Roboter, einen sogenannten Cyborg rein, kann also nach dem Tod diesen Roboter noch steuern und dann immer noch dem Imperium bzw. seinem Space Marines Kontingent dienen. Und das wird als eine unglaublich hohe Ehre angesehen. Und deshalb sind Cyborgs auch recht selten, weil nur die Besten der Besten wirklich da reinkommen. Und wenn wir hier mehr als 10 Stück von diesen Dingern zerstören, dann ist das ein immenser Verlust für die Space Marines. Was mir als Dark Elder aber gar nicht leid tut. Wenn ich jetzt natürlich Blödsinn erzählt habe, dann bitte korrigiert mich in den Kommentaren, sodass die anderen Zuschauer, die den Quatsch lesen, eure Berichtigung sehen. Und dann wissen die nämlich besser Bescheid. So, hier läuft alles so, wie es sein soll. Der Thermoplasma-Generator kommt auch weg. Wir werden hier angegriffen, das ist äußerst seltsam. Wo kommt das noch her? Mit einem Whirlwind, mit einem Artilleriepanzer, natürlich. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh, Tempest Landspeeder. Sowas aber auch. Noch ein Predator Annihilator. Predator Annihilator. Schönes Wort. Das sind wieder vollkommen auf Fahrzeuge spezialisierte Predators, denn die haben diese Laserkanonen, die nur gut gegen Fahrzeuge sind. Und gegen Gebäude. Das ist jetzt doof hier. Können wir einen Reborn bauen? Da. So. Ja, die Grey Knights. Die guten Grey Knights haben keine Moral, kann man also nicht mit Moral besiegen. Ja, kann man nicht. Deshalb sind das auch sehr, sehr gefürchtete Gegner. So, den Predator noch. Ich glaube, es gibt ja auch noch eine Predator-Fabrik oder sowas. Der sollte uns dann natürlich ganz besonders erwehren. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier den anderen Weg lang. Dann sollten alle Maschinenkulte zerstört sein, die eventuell auch Predators produzieren könnten. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich nur Maschinenkulte für Tempest Landspeeder sind oder auch für Predator und andere Sachen. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, das hat geklappt. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das den Leuten gefällt, wenn wir von zwei Richtungen ankommen. Hey, 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 nicht so schnell, Bruder. Du magst zwar ein unglaublicher Hardcore-Typi sein. Was explodiert denn hier schon wieder? Minen? Ich sehe keine Minen. Merkwürdig. So, mal gucken, was die jetzt sagen, wenn wir aus beiden Richtungen ankommen. Unsere Waffen sind Schrecken, Schattenlanzen und Geschwindigkeit. Schrecken, Schattenlanzen und Geschwindigkeit. Unsere Schattenlanzen jetzt nur für 9,99 im Angebot. Rein in die Flammenwerfer, ihr Hunde.
Und Geschwindigkeit. Überrannt. Ja, was greifen wir jetzt als erstes an? Ich würde mal sagen, dass wir den Land Raider weghauen, weil der knallt ordentlich rein. Den könnt ihr jetzt auch noch beseitigen. Ja, das sieht recht in Ordnung aus, finde ich. From the looks of it, it's okay. Na, das sieht aus wie ein schönes Gemetzel hier mit 19 FPS, aber das macht nichts. Denn man kann so oder so hier noch was erkennen. Allerdings wird Trupp 1 ganz schön dezimiert. Ich glaube, der ganze Sybarif-Clan ist draufgegangen. Aber wir haben mehr als genügend Anforderungspunkte, um uns alles zurückzuholen. Aber diese Trupps hier werden durch unsere schwereren Einheiten, Harpien und so weiter, total ausradiert. Da ist aber echt viel übrig geblieben, du. Mann, oh Mann. So, zeigt mal ein bisschen Elan jetzt hier. Ich glaube, wir werden uns noch ein paar zusätzliche Truppen holen. Werden sie das, ja? Hört sich gut an. Was ist denn das hier für eine Allee, wo so viele Raketengeschütztürme stehen? Geht das hier irgendwo hin? Ach ja, hier rüber. Okay. So, die Minen, die müssen wir jetzt nicht wirklich noch wegblasen. Stattdessen drehen wir um und fügen dann uns dem Trupp hier zusammen. Ja, ja, da müsst ihr aber langsam mal ein bisschen alle stehen bleiben. Und euch etwas sammeln. Haben wir unten nicht eigentlich noch ein... Klar haben wir. So, da bauen wir auch den komplett Sub-Infanterie-Slayer um. Und dann sollen sie mal wagen, uns gegen diese Armee dann zu zerstören. So, können wir die alle jetzt gemeinsam hier zu einer Armee zusammenfügen? Ja, klasse. Experimenten. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig, aber gut. 18.000 Einheiten, Ressourcen, sorry. Da kommt diese letzte verzweifelte Angriffswelle, die gar nichts mit sich bringt, außer nur Schwachsinn. Ach, der Kollege Vreeman ist schon da. Besser, Mann. Flinker, junge Mann. So, sammeln. Ja, das übliche Chaos hier. Kommt mal ein bisschen näher. Das ist wie beim Gruppenfoto, wenn man hier so ein Gruppenfoto machen will. Du stellst dich mal bitte dahin, komm du noch ein bisschen näher, die Größten bitte nach vorne. Homunculus, schließ dich mal bitte dem Trupp hier an. Kommt doch noch ein bisschen weiter nach vorne, dann kann man euch besser sehen. So, haben wir alle. Okay, dann gut, auf geht's. Nee, 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 nee. Auf geht's erst in der nächsten Episode. Wir sehen uns erstmal bis dahin. Tschaußen.